Jetzt geht's wieder. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt der Abgeordnete Dr. Christoph Hoffmann, FDP, zum Thema Heimat, Urlaube syrischer Flüchtlinge. Herr Staatssekretär. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Kollege Dr. Hoffmann, ich beantworte Ihre Frage wie folgt. Heimatreisen von Schutzberechtigten können Veranlassung geben, den Widerruf des Schutzstatus zu prüfen. Nach § 73 Absatz 1 des Asylgesetzes, gegebenenfalls in Verbindung mit § 73a Absatz 2 sowie den § 73b und 73c des Asylgesetzes, ist der asylrechtliche Schutzstatus zu widerrufen, wenn die Erteilungsvoraussetzungen nicht mehr vorliegen. Bei Bekanntwerden entsprechender Sachverhalte prüft das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, das BAMF daher, ob die Voraussetzungen für einen Widerruf des Schutzstatus vorliegen. Gründe für ein Erlöschen des Schutzstatus sind in § 72 Absatz 1 Asylgesetz aufgeführt. Das Recht der EU sieht die Durchführung eines Verwaltungsverfahrens einschließlich einer persönlichen Anhörung des Betroffenen nach Artikel 45 Absatz 1 Buchstabe b der Asylverfahrensrichtlinie vor, wenn in Erwägung gezogen wird, den gewährten internationalen Schutz abzuerkennen. Ausnahmen von dem vorgegebenen Verfahren können gemäß Artikel 45 Absatz 5 der Asylverfahrensrichtlinie gemacht werden, wenn ein eindeutiger Verzicht auf den internationalen Schutz vorliegt. Eine Heimreise kann jedoch nicht ohne weiteres als Verzicht auf den internationalen Schutz gewertet werden. Aufgrund dieser europarechtlichen Vorgaben führen Heimatreisen von Schutzberechtigten nicht zu einem Erlöschen des Schutzstatus im Sinne einer automatischen Aufhebung. Vielmehr prüft das BAMF bei Bekanntwerden entsprechender Sachverhalte im Einzelfall ein Verfahren zur Prüfung, ob die Voraussetzungen für einen Widerruf vorliegen und daran anschließend gegebenenfalls ein Widerrufsverfahren nach den oben genannten Vorschriften durchzuführen sind, das den Anforderungen der Asylverfahrensrichtlinie an das nationale Verwaltungsverfahren genügt. Da die Widerrufsgründe statistisch nicht erfasst werden, liegen der Bundesregierung keine konkreten Zahlen im Sinne der Fragestellung vor. Eine Nachfrage, Herr Hoffmann. Ja, also ist ja schon bemerkenswert, dass Sie meine Frage nicht beantworten konnten, nämlich wie viele anerkannte Flüchtlinge aus Syrien Heimaturlaub jeweils gemacht haben. Also statistisch sollte man das ja eigentlich auch erfassen. Um dem, was Horst Seehofer mal gesagt hat, das möchte ich hier zitieren: Wer als syrischer Flüchtling regelmäßig in Syrien Urlaub macht, kann sich nicht ernsthaft darauf berufen, in Syrien verfolgt zu werden. Dem müssen wir seinen Flüchtlingsstatus entziehen. Was meinen Sie zu der Meinung Ihres Chefs? Herr Kollege Dr. Hoffmann, ich teile die Einschätzung und die Auffassung des Bundesinnenministers uneingeschränkt und vollumfänglich. Und ich habe ja auch bei der Beantwortung Ihrer Frage darauf hingewiesen, dass wenn uns, sprich wenn dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, dieser Sachverhalt zur Kenntnis gelangt, dass eine Person in Anführungszeichen einen Heimatbesuch vorgenommen hat, dann führt dies auch regelmäßig dazu, dass ein Widerrufsverfahren durchgeführt wird. Nur In der Statistik wird nicht erfasst bei den durchgeführten Widerrufsverfahren, warum es durchgeführt wurde. Deswegen kann ich Ihnen beim besten Willen keine substanzierte Antwort darauf geben, wie viele Fälle von Heimatbesuchen es von schutzberechtigten Personen aus Deutschland gegeben hat. Man muss auch der Vollständigkeit halber dazu sagen, häufig erfolgen die Ausreisen nicht aus Deutschland unmittelbar ins Heimatland, sondern weil die betreffenden Personen wissen, dass die Bundespolizei bzw. Ausländerbehörden verpflichtet sind, das BAMF zu informieren über ein anderes EU-Land. Also es erfolgt zunächst mal die Ausreise nach Frankreich oder in die Niederlande und von dort aus dann die Rückreise ins Heimatland. Aber um es klar zu sagen, es wird in allen Fällen ein Widerrufsverfahren initiiert und das führt auch in regelmäßigen Fällen dazu, dass der Schutzstatus aberkannt wird. Ich darf nur zur Vollständigkeit halber dazu sagen, weil ich ausgeführt habe, dass es keinen Automatismus gibt, dass der Schutzstatus entzogen wird, wenn eine Heimreise bekannt wird. Es gibt ja durchaus auch die Möglichkeit, dass es gute Gründe gibt für die Heimreise, beispielsweise bei einer schweren Erkrankung eines engen Familienangehörigen oder, ich sage dies auch ganz offen dazu, um mal zu sehen, wie sich die Situation in der Heimatregion verändert hat, in dem Ansinnen, vielleicht dauerhaft wieder in die Heimat zurückzukehren. Vielen Dank. Weitere Nachfragen? Also aus meinem Wahlkreis gibt es Fälle, wo Menschen wieder in ihre Heimatländer zurückkehren, um dort Schönheitsoperationen durchführen zu lassen. Das sind sicherlich nicht diese Gründe, die Sie gerade erwähnt haben. Natürlich muss man Verständnis dafür haben, die Verwandtschaft mal wieder zu sehen, auf eine Beerdigung zu gehen etc. Das ist natürlich völlig klar. Also ich denke, da ist es auch so. Aber was tun Sie jetzt, um die statistischen Lücken, die Sie haben, aufzufüllen? Herr Kollege Dr. Hoffmann,
Es ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht geplant, die Erhebung der Statistik zu verändern. Wie gesagt, wir haben ja auch schon in der letzten Legislaturperiode gesetzliche Veränderungen dahingehend vorgenommen, dass wenn beispielsweise den Jobcentern bekannt wird, dass eine Person eine Heimreise ins Heimatland angetreten hat, dass dies dann auch den Ausländerbehörden bzw. dem BAMF mitgeteilt werden muss. Wir sind äußerst daran interessiert, von diesen Fällen Kenntnis zu erlangen. Und es wird dann in diesen Fällen auch stets ein Widerrufsverfahren durchgeführt und geprüft, ob eine Aberkennung des Schutzstatus angezeigt ist oder nicht. Die von Ihnen genannte Fallkonstellation würde aus meiner Sicht durchaus dafür sprechen, den Schutzstatus abzuerkennen. Es gibt aber wohlgemerkt eben auch gute Gründe oder nachvollziehbare Gründe, in das Heimatland zurückzukehren, zumindest temporär. Eine weitere Frage stellt Dr. Kraft. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Herr Staatssekretär, bitte korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege. Sie sagten, wie gesagt, falsch liege, bitte korrigieren Sie mich, wenn die Behörden Kenntnis erlangen, dass eine Person in sein Heimatland reist, dann können sie eine Prüfung durchführen, die dann zur Aberkennung des Status führen kann. Ist Ihnen bekannt, wie viele solche Prüfungen denn von den Behörden im vergangenen Jahr und in den Jahren davor durchgeführt worden sind? Herr Kollege Dr. Kraft, es ist nicht so, dass das BAMF ein Widerrufsverfahren durchführen kann, wenn es davon Kenntnis erlangt, dass eine Person sich zum Zwecke des Urlaubs oder zum Zwecke anderer Gründe in das Heimatland begeben hat, sondern es führt ein Widerrufsverfahren durch. Es wird ein Widerrufsverfahren durchgeführt, in dessen Rahmen die betreffende Person anzuhören ist und dann entsprechend natürlich auch eine Begründung liefern kann für den temporären Aufenthalt im Heimatland. Aber ich kann Ihnen jetzt an dieser Stelle keine Zahl nennen, wie häufig Widerrufsverfahren wegen dieser Hinweise ins Werk gesetzt wurden. Es gibt nur eine Statistik dahingehend, in der erfasst wird, wie viele Widerrufsverfahren insgesamt durchgeführt werden, beziehungsweise insoweit enden, als dass am Ende des Widerrufsverfahrens eine Aberkennung des Schutzstatus steht, aber nicht dezidiert bezüglich der Fälle der sogenannten Heimatbesuche.